Gut, na dann machen wir mal eine Hauptquest weiter, gehen wir mal das. Vielleicht können wir jetzt weitermachen, auch wenn wir den Hammer noch nicht haben. Und trotzdem vielleicht schon mal die. Wir haben ja die Zutaten. Vielleicht lernen wir dann gleich noch ein Rezept für Dingens, für Kupferbarren. Ich glaube, ich brauche Stärkung, sonst knicke ich hier zusammen. Grafisch. Ah, hat aber nicht viel gebracht. Gut. Auf die Laterne drauf. Natürlich. So. Ich komme. Wo ist er? Wo ist er? Da drüben war er. Beim Elite hier um die Ecke. Genau hier. So, haben wir auch eigentlich schon gleich die Partner erreicht. Schließen wir hier noch die Quest ab und dann mache ich gleich mal Schluss. Ich habe alles dabei, Akai. Akachi. Zuerst muss ich aus dem Leben einen neuen Gussform formen. Dann noch Metall schmelzen und die Halskette ist damit repariert. Wer hat dir beigebracht, wie man das macht? Hm. Ich bin die Tochter eines Schmieds. Meine Eltern haben mir das alles beigebracht. Sind sie auch so stark und orange wie du? Orange? Nein, wir sind ja meine Eltern. Ich habe diese Schmiede von ihnen geerbt. Ah, verstehe. Wie sind deine Eltern denn so? Ich habe keine mehr. Oh, das tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Ich wurde von meiner Jaja aufgezogen. Ist es wirklich sehr wichtig, dass man Eltern hat? Die Heißkette ist fertig. Jetzt schon. Ich habe sie repariert, während wir uns unterhalten haben. Aber du hast dich doch gar nicht bewegt. Ich habe sehr flinke Hände. Du hast dich doch gar nicht bewegt. Na, sich hier. Zu Saimi bringen. Puh, ich habe ein klitzekleines Problem. Ich kann nicht wirklich kochen. Die Arbeit in der Schmiede ist sehr anstrengend und ich habe einfach nie Zeit zu lernen, wie man kocht. Ich kann es dir beibringen. Ich weiß, wie man Fisch kocht, Salate zubereitet und ich kann belegte Brote machen. Ein Salat wäre toll. Kein Problem. Aber Salat ist doch schlecht für die Bizeps, da schrubbt der Bizeps. Kein Problem. Ich mache dir sofort einen. Habe ich doch schon mit dabei, oder? Der Salat sieht wirklich gut aus. Er ist wirklich einfach zuzubereiten. Ich verstehe. Probier doch mal, ihn selbst zuzubereiten. Ich mache es, sobald ich Zeit habe. Okay. Ich nehme dies für deine Mühen. Nägel. Sehr gut, damit können wir Stelle machen. Stelle. Und noch ein Rezept für Kupfer. Wie wär's damit? Hier gerade mal noch ein Screenshot fürs Thumbnail. Mal was Hübsches fürs Thumbnail machen. Sehr gut. So, ich bring das nochmal schnell bei der Madame vorbei. Ja, ich überziehe die Parts jetzt immer ein bisschen, aber ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Immer statt 30 Minuten, 34 Minuten auswählen. Ich versinke so gerne in dieser Welt. Ich brauche einen besseren Hammer. Ach, die Kacke. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das geht nicht mehr. So. Eintreten. Hier hast du deine Halskette. Akai ist ein guter Schmied, genau wie ihre Eltern. Apropos, was weißt du über Haku? Ich habe schon geahnt, dass du das fragen würdest. Deine Großmutter war, naja, sie war jemand,
sehr besonders für mich. Sie war auch meine Kapitänin. Kapitänin der Marine von Mara. Heutzutage ist nicht mehr viel von der Marine übrig. Sie hat ihren Zweck schon lange verloren. Früher war die Marine hingegen eine wirklich prachtvolle Institution. Wir waren Teil eines Trupps aus 4 Seeleuten. Wir erkundeten die Welt, halfen anderen und hielten Piraten in Schach. Hin und wieder gerieten wir in Gefahr. Sie verlor diese Halskette in einer dieser Situationen, als sie mich rettete. Unser Schiff erlitt Schiffbruch. Jet, der Steuermann unserer Truppe, fuhr gegen etwas, das er nicht hätte fahren sollen. Haku war beunruhigt, weil sie mich nicht mehr sehen konnte, und sprang ins Wasser. Anscheinend war ich ohnmächtig, als sie mich rettete. Warum hat sie mir nie von ihrem Leben in der Marine erzählt? Ich vermute, sie wollte dich schützen. Du bist noch sehr jung. Das stimmt nicht. Ihr seid alle so besessen davon, dass ich angeblich noch zu jung bin. Du hast recht. Wenn du Hakus Mädchen bist, dann hast du einen Auftrag zu erfüllen. Du hast bewiesen, dass du gutherzig und ehrlich bist wie deine Großmutter. Du bist den tapfer und waghalsig. Sie hat sie mir vor einigen Jahren geschrieben. Sie schrieb mir, dass sie mich eines Tages ein Mädchen besuchen würde. Und dieses Mädchen bist du. Doch du wirst hart trainieren müssen. Wenn du das tust, gebe ich dir vielleicht einmal. Ich will nichts haben. Ich mag Reisen, warmen Sand und Essen. Sonst nichts. Kur, ich weiß, es ist nicht leicht. Aber hör mir zu. Nein, nein. Du bist wie Jaja. Sagst mir die ganze Zeit, was ich tun und lassen soll. Und dass ich ein braves Mädchen sein soll. Beruhige dich, Kind. Nenn mich nicht Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin ein Credo, ein Mädchen, ein Piratin. Aber ich bin kein Kind. Gut, was immer du willst. Ich gehe jetzt. Ich habe andere Dinge zu erledigen. Heißgeld abgegeben. Okay, was haben wir denn andere Dinge zu erledigen? Wie lautet denn jetzt die Hauptquest? Die Hauptquest abgeschlossen, oder? Das glaube ich ja kaum. Etwas Interessantes wird bald passieren. Oha. Spreche mit Akai für den nächsten Auftrag. So, ich mache aber hier erstmal Schluss, damit ich nach oben sonst gefallen habe. So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, die Nummer Hobbit zu Technodon, zu einem neuen Part Summer in Mara mit dem Zwergenfürst und der Koa, die hier mal wieder den Berg hinunter spaziert. Stein sammeln. Ach ja, da braucht es einen besseren Hammer für. Natürlich. Ja, den müssen wir auch noch verstärken heute. Ja, ich habe wahrscheinlich diesen Part jetzt. Ich habe im Schnitt vom letzten Part bemerkt, dass ich da ein bisschen was. Ja. Es ist so ein bisschen zusammengewürfelter Part. Also. Ihr habt jetzt hier eine kleine Unterbrechung gehabt und jetzt, also die ersten 5, 6, 7, 8 Minuten des Parts sind noch die 5, 6, 7, 8 Minuten des letzten Parts. Also ja. Wundert euch nicht. Wait a second. Okay. An dem Schiff, Napropos ist nicht hier. Sehr komisch. Sie bleibt sonst immer in der Nähe des Meeres, wo sie wohin gegangen ist. Vielleicht zum Tempel, um Treibstoff zu holen. Huh. Neue Quest. Suche Napropos im verlassenen Tempel von Quelis. Napropos wurde entführt. Tatsache. Ist die nicht normalerweise auf dem Schiffsdingen schon drauf und bekommen? Also eigentlich müsste die doch hier schon am Schiff warten, wenn wir. Na, Papa, ich komme dir helfen. Hier, meine Axt. Ich hole meine Axt raus. Ich eile dir zur Hilfe. Na, komm. Der Tempel, das war doch das dort hinten, das Ding. Ja, da, wo wir Treibstoff mal geholt haben. Ja, das ist klar. Hat das Spiel uns ja schon gesagt. Ich hab meine Axt.
Und ich befreie dich. Wahrscheinlich ist da der Typ, den wir gerade angezeigt haben. Das Spiel spoilert ja schon. Das ist ja hier schon. Das verrät uns ja schon, wie es hier weitergeht. Das hat ja schon den Charakter hier gezeigt. Hey, das ist apropos in Ruhe. Ah! Jetzt kriegst du aufs Müll. Na, Papa, da bist du ja. Wer ist da? Man nennt mich Blue. Aber das ist nicht mehr mein spiritueller Name. Ich hatte eine sehr interessante Unterhaltung mit Napapo. Unterhaltung? Du hast dich mit ihm unterhalten? Napapo hat mir erzählt, wie sie dich gefunden hat und dass du ihre beste Freundin bist. Wow, woher kennst du meinen Namen? Was hast du gesagt? Ach ja, das sage ich ihr. Du sollst den Quellen des Mahala, der spirituellen Lebenskraft Mahas, Anerkennung zollen. Du meinst die Treibstoffquellen? Es ist nicht nur Treibstoff. Mahala ist Leben. Jetzt, wo du es sagst, ich war nicht sehr respektvoll. Ich habe ihn mit dir einfach weggenommen, ohne etwas dafür im Tausch zurückzugeben. Das machst du sehr gut. Nein. Nein, nicht besonders gut. Du fühlst dich miserabel. Das ist normal. Okay, wenn das die Synchronstimme ist, dann synchronisiere ich den falsch. Wir alle müssen hin und wieder Ärger empfinden. So war zumindest das M. Und dass die Synchronstimme ist. Wir müssen wütend sein. Du kannst nicht das Gewicht eines ganzen Ozeans auf deinen Schultern tragen. Wie? Nun geh und zolle der Quelle deine Anerkennung. Bringe ihr deine Früchte und dein Gemüse. Ich versuche es so ein bisschen. Deine besten Sanatblätter. Bringe eine Opfergabe zur Quelle im Tempel von Queenies. Aha, und wo kriege ich die Opfergabe? Sanatblätter. Okay, habe ich die schon? Die Axt kann ich ja jetzt weglegen. Opfergabe. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Gaia hat mir immer diese Geschichten über die Wächter und Mara erzählt. Mara hier, Mara dort. Mara ist doch nur ein Meer. Es kann doch nicht so wichtig sein. Das dachte ich aber auch immer über die Quellen. Und die scheinen für die Leute hier wirklich wichtig zu sein. Das Mana verströmt eine besondere Energie. Saini hat mich mit dem Gerede über Verantwortung genervt. Sie redet wie meine Jaja. Vielleicht sollte ich auf sie hören. Jeder hier scheint Hilfe zu brauchen. Sollen sie sich doch gegenseitig helfen und mich in Ruhe lassen? Ich weiß nicht, warum ich meine Insel überhaupt verlassen habe. Das stimmt, das ist irgendwie so ein bisschen widerfordert hier von ihr. Was? Hallo, hast du dich verirrt? Nein, gar nicht. Was für ein amüsantes Mädchen. Bist du von hier? Ja, mehr oder weniger. Das ist gut. Wo sind deine Eltern? Die gibt es nicht mehr. Oh nein. Kannst du deinem Vormund oder dem Erwachsenen, der für dich verantwortlich ist, eine Nachricht überbringen? Ich glaube ja. Ich bin Fink Shin. Ich komme von einem weit, weit entfernten Planeten namens Deva. Wir suchen nach schönen Orten nach, um sie aufzukaufen. Aufkaufen? Oh ja, hallo. Falls dein Vormund ein kleines Haus oder Feld besitzt, dann können wir an einem Kauf interessiert sein. Und ja, ich habe eine Insel. Du? Wie bitte? Sie ist winzig, aber ich mag sie. Kannst du mir sagen, wo ich sie finden kann?
Sag es nicht, das ist eine Falle, das ist eine Falle. Definitiv, auf jeden Fall. Ach du Schande, aufkaufen und so weiter. Ist es egal welches Kindermärchen oder Kindergeschichte oder Kindererzählung ich jemals gehört habe, wenn Erwachsene oder größere, also wenn irgendwie fremde Menschen von fremden Ländern oder Planeten oder sowas, irgendwie Erwachsene oder fremde Leute kommen und irgendwas von Kaufen reden und so weiter oder von Aufkaufen reden, dann ist das ist, nee, nein, sag nein, nix, red nicht mit dem, das kenne ich aus Momo, das ist die Zeitdiebe, sie wollen deine Zeit klauen, kaufen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das Spiel weiß Bescheid. Wie viel willst du für sie haben? Nichts. Sie ist meine Insel. Aber wir haben viel, viel Geld. Du könntest dir davon kaufen, was du willst. Zum Beispiel eine Riesenvilla mit Schwimmbecken. Obwohl, also eine Riesenvilla mit Schwimmbecken, also das, da könnten wir ins Gespräch kommen. Also ich meine, also wenn er mir einen fairen Tausch anbietet, also, ja, obwohl für die Insel, das müsste schon mindestens das hier die Villa vom Minecraft Gründer hier von wie heißt er, ihr wisst was ich meine, die, also das müsste schon wirklich die Villa sein, also wirklich das riesengroßes Grundstück, also eine Villa so groß wie die Insel, also aber niemand weist die Elites zurück. So oder so, wir werden eine Insel schon finden. Habe ich es gesagt, das sind immer diese obskuren Persönlichkeiten, die immer ins Spiel kommen, dann immer, das ist unser Eigentum, wir wollen dann das, wir kaufen uns das zurück, das ist, du hast es nur leihweise und das ist eigentlich, versteht ihr, was ich meine? Die Zeitdiebe. Was, Momo? Immer mal in die Kommentare schreiben. Wert den Film oder das Buch, also am besten auch das Buch. Es gibt davon auch eine sehr gute Verfilmung. Wer hat Momo noch nicht gelesen? Es ist mal andersrum. Wer hat Momo schon gelesen und schon geguckt? Als erstes natürlich gelesen. Sehr gut, also sehr gut. Wenn du das noch nicht gemacht habt, bitte nachholen. Bitte unbedingt nach dieser Folge nachholen. Also möglichst bald, also das ist der Film vielleicht nicht, aber das Buch unbedingt. Wenn ihr wollt, auch dann den Film Momo nachholen, falls ihr es noch nicht getan habt. Es ist wirklich, da habt ihr was verpasst. Weltliteratur auf jeden Fall. Das denke ich nicht. Nichts auf diesem Planeten ist von eurem Wert. Habe ich es gesagt. Ihr alle besitzt nur Winzgebote und Winzgehäuser. Ich weiß nicht, was dein Baron sich von dieser miesen Wasserwelt verspricht. Wir sollten diesen ganzen Planeten niederbrennen. Wir sollten diesen ganzen Planeten niederbrennen. Ich hatte gerade einen kleinen Anfall. Ich weiß nicht, was da los war mit mir. Pass auf, was du sagst, oder ich erzähle es Saini. Soll das eine Drohung sein? Ha, ich freue mich schon darauf, diesen Ort für immer zu verlassen. Wir werden uns schon bald wiedersehen, du Frischkör. Was für eine schreckliche Person. Ich sollte Saini von ihr erzählen. Aber ich werde ihr etwas Süßes zum Nachmittagstee mitbringen, damit sie mir verzeiht. Natürlich. Bring Saini mir etwas Süßes zum Nachmittagstee und rede mit ihr über Elite-Frau. Und die Elite-Frau, was ist das für eine Frau? Okay. Zutaten. Müssen wir wahrscheinlich. Ach, da! Ich stand so hinter dir. Wie konnte das nur passieren? Unsere Stationen sind perfekt. Aha, das ist also Fink. Auf dem Bild sieht es aber besser aus.
Ach. Gut, dann gehen wir mal die Zutaten besorgen. Haben wir denn irgendwie Croissant? Habe ich schon mal was von gehört? Sollten wir auf jeden Fall irgendwie backen können. Dann können wir es kaufen. Nachmittagstee. Nachmittagstee, ich glaube, da hatten wir ein Rezept dafür. Das können wir theoretisch machen. Ich frage mal uns so, vielleicht kann der was verkaufen. Vielleicht kriegen wir es auch gekauft. Qua, ich habe ein Problem. Das tut mir leid, was genau ist das Problem? Meine Kopfhörer sind kaputt. Ich kann keine Musik mehr hören. Das ist ja tragisch. Ich kann sie zur Akai bringen. Sie kann sie bestimmt reparieren. Akai ist in meinem Tagebuch steht nichts über sie. Sie muss wohl eine sehr junge Frau sein. Ja, sie ist eine Freundin von mir und sehr nett. In Ordnung, schauen wir mal, ob sie eine Lösung finden kann. Natürlich nehme ich hier schon die Zeitquests an. Na, vielleicht kommen wir dran vorbei. Nein, Croissants bietet er nicht an. Was ist, wenn wir einen Schlafsack kaufen? Können wir denn vielleicht hier unterwegs schlafen? Nur auf Krilis oder auf anderen Inseln sind? Okay, dann gehe ich erstmal auf den Weg bei ihr vorbei und dann gehe ich mal auf den Markt, gucken, ob jemand Croissants und Tee verkauft. Wenn nicht, müssen wir nochmal zur Insel schippern. Ja. Da beginnt dieser Part ja. Naja, beginnt. Da haben wir ja in diesem Part heute schon was ganz Spannendes gehabt. Ich muss gucken, dass den Part hier heute schon ein bisschen früher beende. Haben jetzt eine lange Zeit Dialog gehabt, aber ich habe hier ein paar kaputte Kopfhörer. Lass mich mal schauen. Es sollte nicht allzu schwer sein, sie zu reparieren. Ich muss nur diese zwei Kabel wieder miteinander verbinden, etwas festziehen. Fertig. Das war's schon. Vielen Dank, vielen Dank. Das sind deine. Nein, sie gehören uns so. Es ist ein wirklich nettes Katzenkind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du die ganze Welt beschreibst. Weil es wahr ist. Ja, es ist ein nettes kleines Mädchen. Die Koa hilft hier wirklich bereitwillig jedem. Also das wäre wirklich, also ist, also die ist wirklich sehr, sehr nettes Mädchen. Also ich wäre da nicht so geduldig. Also mit Benin. Bei den Forderungen, die hier in Quedlis gerade von den Leuten gestellt werden. Also, ich habe noch eine Meise. Bei einigen würde ich da sagen, den würde ich hier vor den Latz hauen und dann sagen, das ist. Also, das ist. Mach's selber. Das allein schon von mir zu fordern, das ist. Also, da würde ich schon sagen. Hast ein Rad ab, das ist. Also, das ist. Kannst dir sonst wohin stecken mit Quest und so. Wo du gerade hier bist. Ich habe deinen Kopfhörer dabei. Funktionieren sie wieder? Ja. Vielen Dank, Koa. Du solltest lieber Akai danken. Statt mir. Ich werde ihren Namen in meinen Tagebuch aufschreiben. Akai, eine Frau, die alles reparieren kann. Und feuerrotes Haar, riesige Arme. Koa wird sie sein, wenn sie einmal erwachsen ist. Koa wird wie sie sein, wenn sie einmal. Okay. Naja. Okay, er hat Hunger. Nudeln willst du. Ja gut, es gibt jetzt hier Fahrtacker nach seinen berühmten Nudeln. Okay, das Tacker müssen wir gleich nochmal gehen. Machen wir später. Erstmal Hauptquest. Tja, sei nicht unhöflich. Croissant und Tee. Ja, ja. Croissant und Tee.
Vielleicht verkauft es der einer von den Essenstypen. Ich glaube ja, habe ich mal was gesehen. Hier verkauft hier jeder was auf der Insel. Ja, nicht jeder, aber. Oh, Hundi füttern. Auch sehr gut. Haben wir Hundi gefüttert. Also vielleicht verkauft der Aban. An den Croissant. Sehr gut. Ich hätte gern ein Croissant. Verkaufst du auch noch Tee? Schade, kein Tee. Müssen wir auch Tee finden. Brauchen wir davon mehrere Croissants? Ein Croissant und ein Tee. Ja gut, das wird machbar sein. Und zum Schiff sollten wir laufen. Wird schon Nacht hier. Handeln. Nee, kein Tee. Nach seinen Nudeln soll man ihn fragen. Taka, kannst du mir einen Teller Nudeln machen? Unmöglich. Warum? Mein Meister hat dieses Gericht immer angefertigt. Er hat mich dazu gezwungen, es auch zu kochen. Wo habe ich diese Geschichte nur schon mal gehört? Und du würdest für mich keine Ausnahme machen, der alten Zeiten wegen. Vielleicht aber, dann musst du die Zutaten besorgen. Mein Meister hat seine Taverne jeden Abend geöffnet. Ein jeder konnte mir mit eigenen Zutaten vorbeikommen. Und mein Meister hat ihnen daraus eine Mahlzeit zubereitet. Es kamen immer die seltsamsten Leute vorbei. Das klingt großartig. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Na toll. Müssen wir noch mehr besorgen. Schnell, mein Kind, wir haben keine Zeit zu verlieren. Doch, ich habe die Hauptquest zu erledigen. Ich muss Tee anbauen. Und ich nur herausfinde, wie das Rezept geht. Erstmal auf die Insel zurück. Erstmal auf dem Boot schlafen gehen. So, hier Mehl. Vielleicht verkauft einer von den Mehl, dann können wir das so klären. Wenn ich hier Mehl verkaufe, Mehl kaufe. Nein, kein Mehl, aber Stoff verkauft's. Brauchen wir für eine andere Quest. Mehl. Ist gekauft. Haben wir die Quest dann schon erledigt, oder? Aquila, der ist doch bestimmt auch einer von denen. Ist doch auch so ein Experte. Wir sprechen mit Napopon. Ja, wir müssen erstmal. Wir haben da gerade eine Quest. Zwei Mehl brauche ich. So, ich hätte nochmal Mehl. Nein. Okay, haben wir die Quest jetzt auch. Tee brauchen wir noch. Na, apropos, müssen wir noch reden für den nächsten Auftrag. Mit Caleb. Müssen mit vielen Leuten reden. Ach so, der braucht auch noch Faden. Ja, eine andere Quest. Sehe ich gar nicht, ob ich das dann schon, aber da steht was mit 2. Also müsste es eigentlich. Dann mache ich das jetzt doch mal schnell. Dann müsste der Part, glaube ich, auch gleich zu Ende sein. Muss ich mal gucken. Also vom Gefühl her, mein Zeitgefühl sagt mir, wir müssen dann langsam mal zu Ende kommen. Sehr gut, die Zutaten sind hervorragend. Wir haben dir sofort einen Teller Nudeln gekocht. Und sie wird überglücklich sein. Schlussendlich ist es nicht so wichtig, was man kocht, sondern welche Gefühle man mit seinen Gerichten bei anderen hervorruft. Das hast du schön gesagt. Gut, schaffst es immer, meine sentimentale Seite zum Vorschein zu bringen. Weil du tief drinnen in Sensibelchen bist. Auch wenn du so tust, als wärst du ein strenger Meister. Erzähl das bloß nicht warm. Schon sind die Nudeln gekocht und ich habe ein neues Rezept. Ich kann Nudeln kochen, das ist doch herrlich. Meine Lieblingsnahrung. Eine Leibspeise. Ich esse gerne Nudeln. Ja, ich weiß, das können einige nicht verstehen. Gerade jetzt zur Corona-Zeit. Haben alle Nudeln gefuttert und können es nicht mehr ab. Ich kann Nudeln essen. Ich kann immer Nudeln essen. Kein Problem.
wenn nur noch Nudeln da sind. Ich werde trotzdem satt. Ich verschmähe das nicht. Und so wird man ja gut. Mit uns müssen wir reden. Und wir haben heiße Nudeln im Rucksack. Und sie, ich habe die Nudeln mitgebracht. Wie hast du denn das geschafft? Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach nur mit Taka geredet. Das war alles. Das war alles. Okay, nochmal reden tun wir mit ihm nicht. Der hat noch eine neue Quest für uns. Wir müssen schlafen gehen. Und dann auf zur Insel. Schauen wir mal, wie wir das hier anbauen können. Können wir jetzt eigentlich segeln ohne Napopo? Oh ja, kommt mit. Napopo kommt mit. Das ist sehr gut. Na dann. Mit M können wir ja Heimatinsel. Oh. Ein Unterwassertier. Rochen wahrscheinlich. Glaube ich, oder? Mach ich mich da. Einmal schlafen. Wir hätten auch bis zu Hause warten können, bis wir an der Insel angekommen sind. Heimatinsel. So einmal anlegen hier. Dann schauen wir mal nach dem Rezept. Ich würde Schluss machen, aber ja, wahrscheinlich ist es doch gar nicht so schlimm. Mein Zeitgefühl sagt mir, es ist schon Zeit, aber ja. Mein Zeitgefühl ist auch manchmal falsch. So, das machen wir noch kurz. Gucken wir hier rein. Dann mal. Nee, Tee müssen wir machen. Nachmittagstee. Ach du Schreck. Milchkräuterzucker. Zwei Kräuter, ein Milch, ein Zucker. Ich glaube, das können wir kaufen. Okay. So, können wir noch schnell was anpflanzen? Können wir nicht. Okay, na dann. Ich habe mich darum umsonst nicht gefallen haben, dass ein Abo damit neu seid. Seid gehört schon zum zweiten Mal im Part. Na gut. Haut dran. Komme ich hier irgendwie hoch? Dann werden wir ja den nächsten Part zwangsläufig. Bis dann und ciao. Bis zum nächsten Part.